Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Wir sind auf der Citadel und haben hier noch ein bisschen was abzugrasen, nachdem Cerberus hier beim letzten Mal... Was soll denn der Leck? Sauerei. Nachdem Cerberus hier beim letzten Mal ein bisschen für Unordnung gesorgt hat. Wenn man es mal nett ausdrücken will. Wenn man es mal ein bisschen untertreiben will. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat mich verstoßen, als ich Miota geheiratet habe. Wollen Sie wissen, warum? Ach, herrje. Meine Familie würde diese Cerberus-Arschlöcher lieber sehen als mich. Ich verstehe, warum Sie Ihre Tochter nicht zu Ihnen schicken wollen. Freut mich. Aber Ihr Verständnis hilft meiner Tochter jetzt nicht unbedingt weiter. Mecker, mecker, mecker. Na gut, hier waren wir ja schon, also wir schauen uns nochmal in den Regionen um, in denen wir noch nicht waren, seit Cerberus hier auf der Citadel eingefallen ist. Wir haben ja hier alles in Schutt und Asche gelegt. Und ich würde sagen, wir beginnen, im Unterhaus war ich ja schon. Halt die Klappe, Alte. Krankenhaus waren wir auch schon, also gehen wir mal, ne, wir gehen noch nicht ins Purgatory, wir schauen uns erstmal... Ich gehe mal kurz auf in die Bucht D24, weil ich denken würde, dass Miranda dort rumspringt. Aber es kann auch sein, dass sie im Wartebereich der Docks ist. Dort wollen wir dann als nächstes hingehen. In Andockbucht D24. So, aber erstmal schauen wir kurz hier. Ich würde denken, die wartet hier, ne? Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor der Trupp eintrifft. Die Allianz schickt uns zu einer E-Zero-Minenanlage auf Sani. Der Planet hat geringe Gravitation und eine toxische Atmosphäre. Sie müssen stets die volle Überlebensausrüstung tragen. Noch Fragen? Spielen wir Sicherheitskräfte, Sergeant Olimbi? Nein, Private, wir spielen nicht. Ja, stehen eigentlich die hier drüben noch? Nee, die sind jetzt weg. Ein Freund von mir war Sicherheitskraft bei Sonax. Und es gab auf Garvok mit Sicherheit proteanische Tech. Ich weiß, dass die Valhalla-Grenze jetzt Reaper-Gebiet ist. Aber proteanische Tech wäre eine große Hilfe beim Jammen. Ja, ich weiß, dass das ein ungesicherter Kanal ist. Ja, verstanden. Danke, Mel. Okay, eine weitere Nebenmission, warum nicht? Dieses Pärchen, ich weiß gar nicht, ob die schon fertig waren mit Quatschen. Auf jeden Fall haben wir hier Lieutenant Cortez, dem haben wir ja empfohlen, mal in den Start- und Landebereich zu gehen und sich einfach mal ein bisschen umzuschauen, um abzuschalten. Da wollen wir doch auch mal mit ihm reden. Endlich sind Sie runter von der Normandy. Ich bin froh. Trotz des Flüchtlingschaos tut es gut, so viele Schiffe im Flug zu sehen. Es bringt mich zum Nachdenken. Eine Fregatte der Turianer. Müsste die PFS Hivencore sein. Ein turianisches Kriegsschiff auf der Citadel? Sie will nach der Schlacht vermutlich ins Trockendock. Ihre Antriebskernemissionen sind unruhig. Alleine humpelt sie in den Hafen. Vielleicht wäre es besser gewesen, im Kampf unterzugehen, so wie ihre Familien zu Hause. Das klingt aber schon wieder ziemlich negativ hier, diese Einstellung. Reden Sie über die Turianer oder über sich selbst? Ich hätte dort sein sollen. Mit Robert. Dann wären Sie tot. Und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt. Das ist das einzig Gute daran. Ich bin froh, mit Ihnen zu dienen, Shepard. Künftige Generationen ruhen auf den Schultern dieser Turianer. Und auf unseren. Niemand gibt auf. Die Turianer nicht. Ich nicht. Sie nicht. Wenn das jemand schaffen kann, dann Sie. Und ich bin... Ist das ein Allianzkreuzer? Was macht er hier? Das ist die SSV London. Vor Jahren stillgelegt. Keine Geschütze. Flüchtlinge müssen sie geborgen haben. Die Kreuzer der Genf-Klasse haben E-Zero-Kerne wie aus Granit. Irgendwie überlebt man immer. Und tut alles, um den nächsten Tag zu erleben? Ich muss loslassen. Diesmal wirklich. Die Flüchtlinge haben eine Gedenkmauer errichtet. Mit Erinnerungen an geliebte Personen. Vielleicht könnte ich... Was hält sie davon ab? Nichts. Ich meine... Ich denke drüber nach. Mach das. Ist die richtige Entscheidung. Es ist natürlich schwierig, sich den Vorsatz zu fassen, loszulassen, weil das... Weil man das... Das ist eine Sache, die kann man nicht einfach, indem man sich den Vorsatz fasst, schaffen. Sondern das muss halt über die Zeit einfach passieren. Ihr Vorschlag, hier rauszukommen, war genau richtig, Commander. Das habe ich gebraucht. Tja, ich weiß halt, was meine Mannschaft braucht. So, lass mal weiterschauen hier. Ich würde denken, Miranda steht hier drüben, oder? Nee, doch nicht. Dann ist sie wahrscheinlich doch im Wartebereich unten. Aber es war ja gar nicht so schlecht, hier mal vorbeizuschauen. Gut, hier gibt es ansonsten nichts weiter. In Ordnung. Dann machen wir uns mal auf nach unten in den Wartebereich. Dort haben wir ja auch sowieso noch was abzugeben. Ganz abgesehen davon, dass wir Miranda treffen wollen. Status erkannt. Wählen Sie bitte
ein Ziel auf. So. Einen Moment bitte. Und danach gehen wir dann ins Purgatory. Wenn wir dann auch alle drei Söldnergruppierungen auf unserer Seite haben. Bucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. So, hier gibt's jetzt auch nichts mehr, das ist schön. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Nein. Ich muss nur ein paar Stunden Aufnahmen machen. Sie kommen hier nicht durch. Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Solik was, Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Ich könnte auch einfach als Spectre den Beschluss fassen, dass das in Ordnung ist und dann sollte er reinkommen können, oder? Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Okay. Ist ein bisschen seltsam, dass der Hall immer mal so variiert. Naja gut, was soll's. Schauen wir mal, ob wir inspirierende Geschichten finden. Aber wo ist denn Miranda? Ich hätte gedacht, dass sie entweder oben oder halt hier ist, aber weder noch. Warum ruckelt das eigentlich so? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, das sieht schon mal nach einer Fotogelegenheit aus. Das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Ja. Gut, dann weiß ich nicht, wo wir Miranda finden, um ehrlich zu sein. Haben wir hier drüben noch was zum Fotografieren? Nein? Warum legst du dich nicht richtig auf die Bank? Das sieht irgendwie unbequem aus. Auf Dauer. Naja, wenn du meinst. Ich glaube, es sollte sich mehr auf die Flüchtlinge konzentrieren. Wie du meinst? Von mir aus. So, hier ist niemand, den wir fotografieren können. Bleiben wir erstmal hier oben. Ah, hier drüben gibt's schon wieder was. Was machst du hier? Ich warte. Du wartest? Auf wen denn? Auf meine Eltern. Sie haben mich in den Rettungstransporter gesteckt und gesagt, ich soll hier auf sie warten. Sie werden kommen, sobald sie können. Okay, ich denke, hier ist es sicher genug. Wenn dich jemand belästigt, sag mir Bescheid. Ich kümmere mich dann darum, okay? Nett. So jung sieht sie gar nicht aus. Das war ganz schön verzögert gerade. Na gut, was soll's. So, ein weiteres Foto. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Thema. Ich fotografiere alles, was mir angezeigt wird. So, hier oben. Hinten, hinten spielen sie jetzt, okay. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, dann da drüben, okay, das machen wir gleich. So, wir schauen erstmal bei James vorbei, denn der ist ein bisschen mit Pokern beschäftigt. Was? Danke, Commander. Ich denke, wir haben jetzt genug Aufnahmen. Kommen Sie wieder zu mir, wenn Sie können. Dass hier Leute Poker spielen, wird die Aufmerksamkeit der Leute erregen? Das ist aber seltsam. Naja gut, wenn du meinst. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Loco. Ein bisschen habe ich durchaus. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Sie machen mich irgendwie nervös, Commander. Oh, stehst du auf mich? Ich würde ja darum bitten, dass Sie mitspielen dürfen, aber ich glaube, die haben Angst vor Ihnen. Wegen Ihnen geht gerade mein Mojo flöten, Chefe. Wenn du jemals welches hattest. Vor einer Minute lag ich vorn. Sie sind nur zu einem schlechten Zeitpunkt vorbei. Na klar doch. Wollen Sie da einfach rumstehen und zusehen? Okay, mehr gibt's dann wohl nicht. Mistkerl. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal erst hier hinten um und dann gehen wir die kleinen Buchten durch. Hören Sie. Wir brauchen einfach mehr Lebensmittel. Sie dachten, ich kann Ihnen die Positionen einiger Ruinen nennen. Proteanische Ruinen auf Gai Hinnom im Hades-Nexus. Wenn Sie an den Reaper-Patrouillen vorbeikommen, finden Sie dort bestimmt was Wertvolles. Das muss doch irgendetwas wert sein. Bitte, meine Familie hungert. Schauen wir mal, was wir machen können. Also wir haben wieder einiges, was wir abgrasen müssen. Mhm. Ich glaube, diese Credits gehören nicht. Wenn wir dann mal wieder in den Weltraum kommen. Aber erstmal müssen wir hier noch fertig werden. So, hier haben wir auf jeden Fall Sane und ich würde denken, der war der stellvertretende Chef von Eclipse, ne? War das nicht so? Bereit machen, Männer. Darum bin ich nicht hier. Ich will über Jonas Sedaris Freilassung reden.
Oh, dann koordinieren Sie das also, richtig? Es war meine Idee. Aria wollte die Unterstützung von Eclipse. Und ich hole auf diesem Weg den Boss raus. Sie sollten Eclipse leiten. Hä? Huh? Sie könnten das. Lassen Sie Sedaris im Knast und machen Sie den Deal selbst. Hm. Das wäre ein Aufstieg. Und Aria würde mir die Führung überlassen? Warum denn nicht? Okay, okay. Dann machen wir das so. Sedaris bleibt im Knast. Ich rufe sofort Aria an. Guter Mann. Das war unkompliziert. Und Sedaris kann von mir aus so lange im Knast versauern, wie sie will. Tja, wer so unversöhnlich auf Rache aus ist, der hat's nicht anders verdient. So, und dann schauen wir nochmal hier drüben nach. Wir haben auf jeden Fall noch was für die Batterianer abzugeben, diesen Pfeiler der Stärke nämlich. So, das ist aber, glaube ich, noch eins weiter nebenan. Mal sehen, ob es hier was gibt für uns. Ich glaube, jetzt sollten wir hier ein Wiedersehen feiern können, oder? Kann das sein? Aber vielleicht noch nicht. Vielleicht später dann erst. Ich hätte gedacht, so langsam müsste es aber mal der Fall sein eigentlich. Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Es ist doch egal. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Okay, was soll ich da machen? Irgendein Spectre-Beschluss oder wie? Verdammt, ich sag's Ihnen doch, jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Lassen wir ihn mal weiter quatschen und schauen mal nebenan vorbei. Also es wird ja auch immer voller, ne? Beim letzten Mal war es noch nicht ganz so voll hier. So, erstmal der Prediger, denn... Ach hier, Medigel-Spende. Okay. Weiß nicht, was er gemacht hat, aber gut. Hier ist der Prediger, den wir dem Pfeiler der Stärke geben können. Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment braucht mein Volk jedes nur mögliche Symbol seines Glaubens. Und so kriegen wir sogar batterianische Truppen auf unsere Seite. Wer hätte das gedacht? Nachdem Shepard so viele Batterianer im Prinzip getötet hat. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Ich finde ja schön, dass da Krankenschwester dran steht an ihm. Ich meine, so weiblich sieht er jetzt nicht aus. Sind Sie Gorek? Gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Arathoth kennt ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat. Sie haben eine Kolonie ermordet. Leider. Bin ich zu schwach? Ich habe das Arathoth-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl. Aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Na gut, wenn er das will. Danke. So, ihn scheint es ja auch nicht so sehr zu stören, dass sein Patient gerade weggestorben ist. Dann ist das eben so, wie es aussieht. Na gut, von mir aus. Es soll mir recht sein. Danke, Mensch. Wir werden die Pfeiler in unseren Herzen bewahren. Und durchhalten.
So, ich weiß nicht, ob wir mit den Medigel-Spendern noch irgendwas machen müssen. Hier drüben ist doch bestimmt auch noch einer, ne? Ich sehe gerade schon einen hier drüben noch. Den müssen wir doch bestimmt auch noch irgendwie manipulieren. Genau. So. Gibt's noch einen oder ist das jetzt alles? Ne, hier. Okay. Gut, wunderbar. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich hat er die jetzt analysiert, ob die wirklich kaputt sind oder so. Keine Ahnung. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur dingfest gemacht. Wo ist er denn? Aber nun können wir viele Leben retten. Danke. Kein Problem. Aber wo warst du gerade? Na gut, haben wir bei der 7. Flotte Turianer eine Aktualisierung erfahren noch. Damit gibt es jetzt wahrscheinlich noch ein paar mehr, die auf unserer Seite kämpfen können. Gut, ansonsten sollten wir hier unten jetzt auch soweit durch sein und können uns mal zum Purgatory begeben. Ich frage mich immer noch, wo eigentlich Miranda ist. Die wollte uns doch treffen hier. Naja gut, also hier scheint sie ja wirklich nicht zu sein. Es sei denn, ich bin total blind. Hier drüben in der Ecke ist auch niemand, der Miranda heißt. Und ich würde auch denken, die ist im Wartebereich, im Wartebereich in der Bucht D24. Ausgesetzt, ausgerechnet auf Anraten von Arya Tilok, verrückt. Das können Sie laut sagen. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Tja, so laufen die Dinge manchmal. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Gut. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Damit auf ins Purgatory. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt nochmal mit Arya sprechen müssen. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Wahrscheinlich ja eher nicht, aber wir machen es trotzdem mal. Mal schauen. Weil eigentlich ja schon das Treffen verabredet ist mit Arya. Von daher müssten wir eigentlich nicht mehr, würde ich denken. Grimmig. Grimmig. Ich verstehe nicht. Der Kodex der Ahnen enthält die gesammelte Weisheit unseres Volkes. Tief traurig. Er ging verloren, als Dekuna fiel. Und nun fehlt uns die dringend erforderliche Führung. Überzeugt. Wir brauchen die Weisheit unserer Ahnen in diesen schwierigen Zeiten. Ach, ich mag die Elkor irgendwie. Die sind schon lustig. Ich hätte gern mal einen Elkor als Partner gehabt. Das wäre bestimmt cool gewesen. Der scheint ja auch irgendwie sowas wie eine Kampfausrüstung zu tragen, ne? Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich, als ich von deiner Verletzung hörte. Es war dämlich. Ich hätte mich nur ducken müssen, als die Wand runterkam. Aber etwas Gutes hat die Sache doch gebracht. Ich habe eine neue Ausrüstung. Sie haben mir eine Vortex-Panzerung geschickt. Da muss sich jemand im Nachschubdepot ordentlich vertan haben. Oh, ich habe gehört, die soll ziemlich gut sein. Sie ist fantastisch. Nur in einem Panzer ist man sicherer. Deshalb kostet eine Vortex-Ausstattung auch mehr, als ich in einem Jahr verdiene. Tja, das ist doch gut. So, also überall sind jetzt auch neue Leute am Start, die neue Gespräche führen. Nicht nur oben in dem Bereich, sondern auch hier im Purgatory. Es ist halt alles ein ganzes Stück dynamischer, als das noch in den Teilen davor der Fall war. Na, alles klar? Finde ich schön, wie sie sich da vorstellen und den erstmal anglotzen. So, rein in die gute Stube. Hier ist nichts. Ach, Arya sitzt noch hier. Na dann. Die Bibliothek von Asha hatte heilige Texte über die Jäger. Das definitive Werk über die Kriegskunst. Aber der Nimbus Cluster ist bereits gefallen und unsere Leute hier tanzen, anstatt zu kämpfen. Diese gewissenlosen Schweine! So, lass mal mit Arya reden. Wer kommt denn da? Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben Sie etwas auf dem Herzen? Okay, es gibt also nicht wirklich etwas. Wir haben ja soweit alles vereint. Wir können mal kurz hier reinhorchen. Ich denke mal, da wird es wohl zusammengefasst werden. Was genau habe ich bekommen? Eine Armee, die unsauber kämpft. Die all das tut, was ehrenhafte Militärs nie erwägen würden. Eclipse-Max und Vorcha-Legionen sind ideale Kandidaten als Frontkämpfer bei Bodenoffensiven. Mit Sicherheit die Mühe wert, die sie dafür investieren mussten. Gut, wenn es weiter nichts ist. Wie Sie meinen, Arya. Kommen Sie mal vorbei.
Okay, um das Ganze mit Aria abzuschließen, müssen wir dann uns mit ihr treffen hier auf der Citadel in einem gesonderten Bereich, um dann nach Omega aufzubrechen. Aber das wollen wir jetzt noch nicht machen, das können wir irgendwann später mal tun. Erstmal würde ich vorschlagen, machen wir die ganzen Sachen, die wir sowieso schon auf dem Plan haben. So ein Dreck. Was haben Sie da? Dienstplan für die Studenten. Mache ich jetzt zum Spaß. Wir sind in mehreren Allianzeinheiten tätig. Verstärken Barrieren, modifizieren Munition, solche Sachen. Und wie halten Sie sich? Bestens. Und Sie müssen keine Dienstpläne lesen, wenn Sie Landgang haben. Also, ich finde, das Leben beim Militär bekommt Ihnen gut. Hey, die Rückkehr zur Allianz war Ihr Wunschtraum, nicht meiner. Ach was, jede Menge Kämpfe, Kost und Logis frei und verlässliche Kameraden. Ja, Ihre kleine Selbstmordtruppe hat mir einiges über Teamwork beigebracht. Übrigens, danke dafür. Meine Jungs sind gut. Sie unterstützen, kämpfen ein bisschen, aber nicht direkt an der Front. Sie haben schon viele Leben gerettet. Mit ihnen wäre es um einiges lustiger. Da sind die Kämpfe größer. Aber die Kleinen sind hilflos ohne mich. Ich muss bei ihnen bleiben. Ich bin nämlich jetzt verlässlich. Und daran sind Sie schuld, Shepard. Dann los. Was? Die Dienstpläne können warten. Sie haben jetzt Landgang. Let's dance. Jeder weiß, dass Sie nicht tanzen können. Wenn man das Tanzen nennen will. Okay, was ist das jetzt? Ich vermisse das Abenteuer. Ich auch. Dieser Laden ist so sauber, dass es quietscht. Trotzdem danke für den Drink. Aber warum haben Sie mich überhaupt hierher geschleppt? Haben Sie noch diesen Frachter? Ja. Brauchen Sie Arbeit? Könnte sein. Was liegt denn an? Redet weiter. Ich bin gar nicht da. Na gut, dann halt nicht. So, lass mal einen Drink kurz hier reinkippen. Und dann wollen wir mal schauen, ob es hier noch ein bisschen was anderes gibt im Purgatory für uns. Aber ich nehme an, so viel wird hier gerade wohl nicht sein. Was gibt's denn hier bei der? Ach so, wir könnten mit ihr tanzen. Na dann. Ja, Shepards Tanzmoves sind super. Gut, wunderbar. Haben wir mal ein bisschen getanzt, warum auch nicht? Ach, Edie ist auch hier, na sowas. Mich würde interessieren, woraus ihr Gesicht besteht. Die Oberfläche ist ein flexibles, biomimetisches Nanomaterial auf einem Metallschädel. Die Haut verwendet Dilatanztechnologie, um die zentrale Prozessoreinheit im Kopf zu schützen. Wenn sie geschlagen oder beschossen wird, verhärtet sie sich und absorbiert den Aufprall. Sie kann sich auch begrenzt selbst heilen. Und was ist mit den Haaren? Sind ähnlich aufgebaut. Zur Verteidigung werden sie zu einer Art festem Helm. Aber zur Infiltration kann man sie teilen, damit sie wie normale Haare aussehen. Aber wenn sie Wasser ausgesetzt waren, geht frisurentechnisch erstmal gar nichts. Ja, aber als einzelne Haare habe ich die noch nie gesehen. Ich sehe die immer bloß als Helm. Ich fühle mich übrigens total von der hier angemacht, von der Seite. Wenn ich keine Fragen beantworten muss, wäre ich gern allein. Entschuldigung, ich wollte deine Privatsphäre nicht stören. So, Jack ist auch weg. Haben wir denn hier vielleicht noch jemanden? Irgendwie muss ja Joker auch noch sich beschäftigen. Der ist doch meistens nicht so weit weg von Edie. Okay, er ist aber nicht hier. Genau, für den müssen wir auch noch was holen. Ich glaube, irgendeine Flagge oder so. Ach doch, hier ist er doch, Joker. Na, sowas. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edie? Ihr seid ein ungewöhnliches Paar, aber warum nicht? Warum nicht?
eben. Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Ja, da hast du deine Antwort. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Ab zu Idi mit dir, los! Dann wollen wir gleich nochmal oben vorbeischauen, nachdem wir hier noch kurz gecheckt haben, dass hier keiner mehr ist, mit dem wir irgendwie reden können. Okay. Schauen wir doch mal, ob die beiden jetzt oben auf der Tanzfläche stehen und miteinander tanzen. Das würde ich... Ja, das sieht interessant aus. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Immerhin. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Ja, jetzt müsste bloß noch Idi mittanzen, aber ich glaube, sie ist mehr mit Gucken beschäftigt. Na gut, lassen wir die mal hier tanzen und ihren Spaß haben. Mehr gibt's im Purgatory jetzt erstmal nicht abzuarbeiten.